Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Tobias Günther, mein Name, von der Fornova Software GmbH. Wir sind sehr, sehr eng mit dem Thema Git verbunden, weil wir einen Client, eine grafische Oberfläche für Git machen, und zwar auf dem Mac. Von daher ist Git natürlich ein bisschen so ein Steckenpferd für uns, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wir machen einen Git Crashkurs heute. Das heißt, ich werde viel sitzen, ich muss viel sitzen, ich tippe auch viel live, damit man mal sehen kann, wie sich das Zeug anfühlt. Trocken lesen ist immer eine andere Sache, als dann auch in der Bedienung sehen. Kurz die Zwischenfrage, Versionskontrolle. Wer setzt denn Versionskontrolle im Alltag ein? Das sind viele Hände, das ist schön. Wer setzt denn Git schon ein? Das heißt, getting into Git, das überrascht mich, dass es so viele schon da sind. Okay. Subversion. Okay, Mercurial. Ah, da ist er. Gut. Ah, jetzt sind zwei. Sehr schön. Okay, dann legen wir los. Das ist unser Produkt. Gibt ansonsten kaum Werbung in diesem Programm. Ich sage nachher noch zwei Worte dazu. Es gibt bei uns gute Lernmaterialien. Da kann man ganz gut einsteigen, wenn man Getting into Git ernst nehmen möchte und mehr machen möchte. Gut, die Grundlage bei Versionskontrolle ist ein Repository, ein Code-Repository. Uns gibt zwei Möglichkeiten, zu einem Repository zu kommen. Nämlich A, ein neues zu erstellen. Das schauen wir uns jetzt ganz kurz auch für Git auf der Kommandozeile an. Jetzt mal etwas größer. 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 Groß genug. Zeichnest du auf? Ja. Super. Ja. So, wir schauen uns mal an, was wir hier haben. Könnte ein sehr, sehr einfaches Webprojekt sein. CSS-Folder, Image-Folder, ein bisschen HTML-Dateien. Sagen wir, jetzt würden wir gerne loslegen mit Versionskontrolle, mit Git in diesem Projekt. Dann ist der Command recht einfach. Git init und Git sagt brav, ein leeres Git Repository wird jetzt erstellt. Das heißt, da ist noch nichts passiert, das ist wirklich sehr, sehr jungfräulich, da ist noch kein Commit reingelaufen, die Dateien sind noch nicht eingecheckt worden, aber wir haben erstmal ein leeres Repository. Jetzt schauen wir uns Variante 2 an, nämlich, klar, ich kann natürlich auch in ein bestehendes Projekt einsteigen und ein existierendes Repo klonen. So, wir machen hier sauber. Und verwenden den Git Clone Command. Wer aus Subversion kommt, würde jetzt Git SVN Checkout verwenden. Checkout ist in Git aber ein bisschen was anderes, kommen wir nachher noch dazu. Projekt downloaden ist Git Clone. Jetzt brauche ich ein bisschen Glück, denn ich muss viel tippen. Normalerweise würde das wahrscheinlich beginnen mit SSH oder mit HTTPS oder mit Git selbst. Es gibt auch ein eigenes Git-Protokoll. Mal sehen, ob alles richtig ist. Sprich, der Command funktioniert immer mit Git, dann das Werkzeug, was will ich tun, und hier der Parameter ist die URL des entfernten Repos. Und nicht vertippt, das ist erstmal das erste Erfolgserlebnis. Das zweite, da wurde auch was geklont. Jetzt haben wir als Beispiel quasi ein lokales Remote, ein lokal entferntes Repository genommen, sonst wie gesagt SSH, HTTPS oder andere Protokolle. Gut, was haben wir bekommen? Diesen Ordner, der ist neu, und da schauen wir jetzt mal rein. Und wir sehen, außer dem HTML und CSS und Image-Gedöns, haben wir zwei versteckte Dateien bekommen. Einmal .git, einmal .gitignore. .gitignore ist jetzt momentan nicht so wichtig. .git ist da, wo die Musik spielt, wo die Magie passiert. Das ist das lokale Repository. Und Git ist ein dezentrales Versionskontrollsystem, das heißt, lokales Repository heißt, da ist die komplette History des Projekts drin. Im Zweifel, wenn das Server-Backup mal nicht funktionieren sollte, gibt es ja, hört man.
dann hat jeder Entwickler, der das gemacht hat, auch ein vollwertiges Repository auf der Kiste und kann weiterarbeiten. Also es ist auch eine Backup-Funktion quasi, ein bisschen, als Nebenprodukt. Gut, und dieser Clone-Command, wie gesagt, entspricht mehr oder weniger S5-Checkout. So, dann schauen wir uns kurz mal einen Basis-Workflow an, da arbeiten mit Git. Das meiste bei Git passiert lokal. Das ist wunderbar, weil es ist schnell, man hat keine Latenzzeiten, man kann offline arbeiten, das ist super. Und die meisten Kommandos laufen tatsächlich auch lokal und man hat drei Ebenen, sage ich mal, in denen man arbeitet. Einmal das Working Directory, die Working Copy, das, wo tatsächlich die Files liegen, das haben wir gerade gesehen, mit denen ich arbeite, Real Files steht da ganz klein drunter. Die Staging Area, die erkläre ich gleich, das ist was sehr Besonderes für Git. Auch Synonym der Index und, das haben wir auch schon gesehen, .git, das lokale Repository. Das sind so die drei Ebenen lokal. So, jetzt schauen wir uns an, was für Zustände Files haben können. Einmal können sie untracked sein. Untracked heißt, Git weiß noch nichts drüber, sie sind noch nicht eingecheckt in der Versionskontrolle, noch nicht bekannt. Banal könnte man jetzt mal sagen, neue Files, sagen wir einfach mal so. Und das Gegenteil, tracked. Also schon mal eingecheckt. Die können nicht modifiziert sein. Also seit dem letzten Commit habe ich nichts dran gemacht. Oder natürlich, das ist der spannendere Zustand, sie können verändert sein, modified. So wäre es ja einfach, es gibt noch ein paar mehr Zustände. Ich kann nämlich eine lokale Veränderung stagen. Stagen heißt in die Staging Area überführen und das bedeutet für den nächsten Commit vormerken. Denn im Git ist es so, das sage ich wahrscheinlich noch 38 Mal in den nächsten 10 Minuten, nur weil eine lokale Veränderung da ist, heißt es nicht, dass die im nächsten Commit landen würde. Ich muss explizit sagen, Git add, also ich stage. Und das Schöne ist, das zeige ich nachher, aber in einer GUI, nicht auf der Kommandozeile, man kann sehr, sehr granular diese Änderungen aufnehmen. Das heißt, ich kann bis auf ein Zeilenlevel hinuntergehen und sagen, die Zeile, die hätte ich gerne im nächsten Commit, der andere Kladderadatsch, das war ein anderes Thema, das kommt später oder war Müll, gibt es ja auch. Staged heißt im nächsten Commit. Hier steht es nochmal weiß auf schwarz und groß und wichtig, nicht vergessen. Das ist was, worüber man oft da stolpert. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, könnte etwas umständlich sein, immer einzeln zu sagen, was ich brauche, aber wir machen mal ein Beispiel, damit es klar wird. Ein Bananenmilchshake. Wir brauchen Eiermixer, wir brauchen Milch und... Genau, das schmeckt wie Fuck. Also, das Problem ist, ein Rollback dieser Tomate wird sehr, sehr schwierig, weil wir haben es gemixt. Die kriegen wir nicht mehr raus. Der Milchshake ist hinüber. Dieses Mixen heißt in der Versionskontrolle auch Ärger letztendlich. Weil ein Rollback wird dann auch schwierig, wenn ich mehrere Themen einarbeite. Und es wird schwer nachvollziehbar. Wenn ich einen Commit habe mit 10.000 beteiligten Files und 38 Themen, dann ist natürlich jeder Entwickler meiner Kollegen sehr begeistert, weil er weiß nicht, geht es mich an? Stimmt es? Keine Ahnung. Und man wird wahrscheinlich einsam sterben. Oder schlimmer. Also eine Versionskontrolle Grundregel, unabhängig, ob man mit Git arbeitet oder Subversion, nur Dinge committen, die zusammengehören, die ein einziges Thema haben. Wer jetzt aus Subversion kommt, dem fällt es schwer, weil man hat nicht die Tools zur Hand, um wirklich granular und wirklich themenzentriert arbeiten zu können. Aber dann wird Versionskontrolle richtig sinnvoll. Dann macht es, naja, Spaß ist vielleicht viel, aber dann wird es richtig sinnvoll. So, das heißt, ein Feature ist mindestens ein Commit, wahrscheinlich viel, viel mehrere, aber sogar ein Bugfix ist ein Commit. Nie Themen mischen. Und das ist das Thema der Staging Area letztendlich. Also Commits granular zusammenstellen können. In der Praxis kann das dann tatsächlich so aussehen, ich habe drei lokale Änderungen oder drei veränderte Files und ich sage, ja, A und so die Hälfte von B, das macht schon Sinn, das ist ein Thema, das kommt mal in einen Commit und später, ja, der Rest von B und C, vielleicht Blödsinn, dann kann ich es wegschmeißen oder es kommt in den nächsten Commit oder ich arbeite weiter damit, aber ich kann das sehr gerne warten. So, in der Praxis könnte das so aussehen, wir haben hier ein paar veränderte Files, auch bei Git ganz gut zu wissen, ich kann
Dateien anlegen, löschen, verschieben, umbenennen, kopieren, alles in meinem Lieblings-Editor-Applikation. Das heißt, ich muss nicht wie bei Subversion Bescheid sagen, wenn ich bestimmte Dinge mache, damit Subversion keinen Schluck aufbekommt, sondern kann hier völlig auf mich gestellt arbeiten. Szenario 4, neue Files, sagen wir, Untracked-Files und 6 Modifikationen. Was ich immer mache in Git ist Git-Status, wo bin ich, was ist gerade passiert. Und Git listet dann schon so ein bisschen gruppiert auf, was Sache ist. Das heißt, changed, aber noch nicht gestaged. 5, die 6, die 7, die 8, 12 und die 11. Und neu 1 bis 4. So. Jetzt sage ich, die hier sollen in den nächsten Commit, die stage ich. Nochmal Status, sagt mir Git, changes to be committed. Du möchtest hier ein paar Sachen im nächsten Commit haben. Und die 5 ist zweimal aufgeführt, weil so die eine Hälfte der 5 habe ich für den nächsten Commit vorgemerkt, andere Hälfte der 5, die lassen wir. Was dann folgt, ist sehr langweilig und banal, nämlich Git Commit, da ist dann nicht mehr viel und am Ende sehe ich, okay, diese Änderungen, die ich nicht gestaged habe, die sind immer noch da, was auch immer ich dann damit machen möchte. Das überspringen wir. Und immer wenn ein schwarzer Bildschirm ist, dann muss ich wieder arbeiten. Nämlich, schauen wir mal, Git Status an. Wenn wir im Repo sind, und das ist, so, und sehen. Erstmal sagt er uns, auf welchem Branch wir sind, da gehen wir nachher noch kurz drauf ein und nothing to commit heißt ein leeres Working Directory, das ist gut, um Feature-Arbeit anzufangen. Feature-Arbeit sieht bei uns so aus, wir löschen mal was, dann machen wir was sehr Wichtiges Neues, nämlich das hier. Und ich würde sagen, das ist auch noch ganz wichtig, denn hier ist ja ein Fehler drin oben, das sieht ja jeder. A-E-O-U-A, kann ja nicht sein. Und als letzte Änderung vielleicht noch hier, ja, die zwei sind falsch, sieht jeder. Da müssen wir abstimmen rein. Und das muss dringend raus. So. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn aktuell da? Gut, wir haben zwei Modifikationen, eine Löschung hier und, sagen wir mal, ein Untracked für ein neues von diesem New Page HTML. So, nur um das nochmal klar zu machen, wenn ich jetzt den hier mache, dann passiert gar nichts. No changes added to commit. Also ich habe nichts gestaged, das heißt, der Commit-Befehl war für die Katz. Wenn ich tatsächlich was haben möchte im nächsten Commit, dann mache ich das mit Git Add. Und zwar nehmen wir mal unsere New Page rein und die Änderung in der Index.html. Zusätzlich sagen wir noch, diese Löschung, die wir gerade gemacht haben, die muss ich auch noch bestätigen explizit. Da ist dann nicht Add, sondern der RM-Command. Und wir haben, glaube ich, gelöscht. Error HTML. Gut, schauen wir uns jetzt nochmal Git Status an und dann sehen wir Feuerwerk an Farben. Jetzt ist nämlich grün da. Und die Überschrift heißt Changes to be committed. Das ist das, was ich gerade gestaged habe, der Staging Area hinzugefügt habe, geedit habe. Synonyme gibt es dafür ganz viel. Und dieser CSS-Change, der ist noch da, den lassen wir da, wo er ist, den brauchen wir gerade. Und jetzt kann ich tatsächlich Git Commit Mina Pages machen. Wer den Fehler sieht, kriegt ein Wasser. Der Rest ist dann unspektakulär. Das jetzt ist es tatsächlich ein schönes Päckchen geworden und im .git Folder als neuer Commit gespeichert. Gut. Jetzt könnten schon die ersten Fragen im Gesichter auftauchen, aber wir haben uns darauf geeinigt, Fragen gibt es nachher, denn die sind beide, der Sven auch nachher noch da. Man darf mit Löchern, wir machen hier zügig weiter, damit wir auch zum Bier kommen und dann
gefragt werden kann. Ich bleibe natürlich nüchtern, damit ich die Fragen ordentlich beantworten kann. Ganz klar. History, schwarzer Screen, das wird nicht besser für mich. Git log ist der Command, ähnlich wie bei SVN. Wenn wir ein einfaches Git log mal ausführen, chronologisch die Commits, die wir gemacht haben, und ein Commit ist ungefähr das hier, kann man es besser oder schlechter lesen, gleich schlecht. Fangen wir unten an. Das Subject, relativ einfach, die Message, die ich mitgegeben habe. Datum ist auch noch schön, Autor ist auch okay. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen ungewohnt für Leute, die aus Subversion kommen. 40 Zeichen, Subversion macht das einfacher. Die haben schön aufsteigend, 1, 2, 3, 4, 5, ne? Aufsteigende Revisionsnummer. Das geht bei einem dezentralen Versionskontrollsystem, die geht einfach nicht mehr. Denn dezentral heißt, Entwickler A kann lokal und offline einen Commit machen und Entwickler B auch. Da ist keine zentrale Serverinstanz unbedingt in der Mitte nötig. Wer hat jetzt die 5 und wer die 6 gemacht? Weiß man nicht mehr. Das heißt, das hier ist die ID, das ist ein Commit-Hash. Der muss nicht immer 40 Zeichen lang sein, 7 bis 8 reichen auch in fast allen Projekten. Ich glaube, der Linux-Kernel kommt auch mit 8 oder 9 Zeichen zur Identifikation raus. Also, kann man auch kürzer machen. Gut. Machen wir mal ein bisschen Branching und Merging. Wenn mich jemand fragt, warum Git, dann sage ich, ja gut, wir haben ein Produkt dafür. Also, ja. Und 2 ist Branching und Merging, Grund 3 ist auch Branching und Merging und dann kommen so andere Sachen wie Performance oder Stashing, Staging Area, aber Branching und Merging ist schon ein ganz schön wichtiges Thema. Warum ist es wichtig? Weil in der Realität immer an mehreren Themen parallel entwickelt wird. Also es ist, glaube ich, kaum realistisch, wer das hat, meldet sich bitte, dass er 8 Wochen die Tür zumachen kann und sagt, wenn ich fertig bin, dann kann ich andere Sachen machen. Vorher nicht. Man muss meistens mit anderen Dingen auch noch parallel arbeiten. Wenn man keine Branches benutzt, dann sieht es irgendwie so aus. Ich habe bewusst diese Pfeile drin gelassen, weil es scheiße aussieht. Und das ist auch das Problem, es entsteht Chaos letztendlich. Als Straßenschild wäre es dann so formuliert. Ein wichtiger Grund ist, man ist ständig in der Entwicklungsarbeit, aber natürlich nicht immer fertig oder noch nicht immer fertig. Das heißt, aus unfertigen Features Code auf einen stabilen Zweig zu committen, ist, ich muss nochmal das Bild suchen, wo dieser böse Mann da stand. Das ist ein ähnliches Thema. Ist ganz schwierig. Anforderungen können sich ändern, also ein Feature wird obsolet, der Kunde möchte es nicht mehr, was machen wir jetzt, sind da schon die Code-Schnipsel drin, müssen wir es rausziehen, ein Proof of Concept schlägt fehl, man kann es gar nicht realisieren, man muss den Code wieder rausnehmen, also diese Dinge sind sehr mühsam, wenn man nicht mit Branches arbeitet. Mit Branches sieht es einfach, also wer einen ästhetischen Sinn hat, der sieht schon, das ist was ganz anderes. Sprich, wenn Feature B nicht mehr gewollt ist, kommt das weg. Alles andere ist noch wunderbar. Wenn hier ein Bug drin ist, dann habe ich nur hier ein Problem, hier nicht. Also separate Dinge separat zu halten, ist eine gute Sache und ist letztendlich das, was Branches erlauben. Jetzt sagt man natürlich immer, Moment, Kollege. Subversion und Mercurial, die können ja auch Branching. Das hat Git nicht erfunden, das ist schon richtig. Aber man vergleicht damit die Äpfel mit Birnen und Wassermelonen. Birne deshalb, Mercurial hat ein ähnliches Modell, es ist aber lange nicht so performant, ich denke, Git hat es wirklich am besten gelöst. Subversion, es funktioniert einfach ganz anders, sagen wir es mal so. Git wurde von Anfang an so entworfen, dass es gut mit Branching arbeiten kann und auch in einem Projekt wie dem Linux-Kernel, also jetzt kein Hinterhof-Projektchen, sondern es muss ein bisschen was aushalten, also schnell und performant. Wenn wir über Branching sprechen, dann brauchen wir noch 2 Begriffe, damit wir uns unterhalten können. Einmal den Head, denn in jedem Projekt ist immer ein Branch aktiv. Und das ist der Head Branch. Das heißt, es gibt immer einen Pointer, in 99,9% der Fälle gibt es einen Pointer, den Head, der zeigt auf einen bestimmten Branch. Und
Natürlich will ich auch den aktiven Branch mal wechseln irgendwann. Dann brauche ich den Checkout gemacht. Jetzt ist so natürlich in Satoshi schon ein bisschen barsch, weil Checkout heißt hier was anderes. Checkout heißt Branchwechsel. Ja, ich habe jetzt hier gerade mit dem Checkout den Feature B Branch ausgecheckt, aktiv gemacht, zum Back gebracht. So. Das war Branching in 3 Minuten. Ich bin ja nachher noch da. Ne? Wir können auch länger, aber Zeitplan und so. Was im Hintergrund passiert, ist vielleicht noch ganz interessant zu sehen. Wenn ich um die Checkout-Command mache, dann rennt geht wirklich in die lokale Datenbank, ins lokale Repository und guckt, was passt denn an Files zu dieser Revision, zu diesem Branch, und schmeißt die auch wirklich dann in die Working Copy. Also da findet ein File-Austausch dann statt, und der ist sehr, sehr, sehr schnell. Also das merkt man normalerweise nicht, aber das stellt dann den aktuellen Stand her. So, schwarze Folie. Ich bin bereit. Git Branch ist hier der Command. Und wir sagen mal, wir legen was Neues an. Wir arbeiten jetzt an einem vielsagenden Feature B. Und das war's. Also das war gerade die Zeit, die ich brauche, um einen neuen Branch anzulegen. Das geht auch in einem größeren Projekt als diesen lustigen hier, nicht länger. Das ist ja sehr schön. Sprich, wenn man sich überlegt, oh, mache ich jetzt einen Branch oder nicht, dann hat man schon viel Zeit verschwendet. Man macht den Branch. Ganz einfach. Gucken wir mal, was der im Hintergrund gemacht hat. Mit Git Branch V haben wir eine Übersicht über die lokalen Branches und sehen, okay, da ist jetzt ein neuer da, Feature B. Und wir sehen hier zwei Dinge. Einmal dieses Sternchen, das heißt, das ist der aktuelle Head Branch, das ist der ausgecheckte. Und wer genau aufgepasst hat, ich habe ja noch keinen Branch erstellt eigentlich. Ich habe gerade das Repo geklont. Das heißt, Branching in Git ist kein Zusatzding, sondern man ist immer auf einem Branch. Der Master Branch ist kein magischer Branch, den kann man umbenennen, löschen, wenn man will. Es gibt keinen Grund, das zu tun, aber man könnte. Der ist immer da. Das heißt, Branching ist ein Kernkonzept. Man kommt nicht drum rum. Also man kann nicht sagen, ja, ich später mal Branching, sondern das ist da. So, bevor wir jetzt aber anstrengende Feature-Arbeit hier anfangen, müssen wir natürlich noch auf diesen Branch wechseln. Git Checkout Feature B. So, und auch der Wechsel auf den Branch war recht fix eigentlich. Also geht. Jetzt können wir auch tatsächlich mal was machen. Und zwar Feature B-File legen wir an. Ein leeres File. Wir adden das. Wir committen das. Bitte dann nicht so die Commit-Message zu machen. Nicht, dass ihr das bei meinem Gründer gelernt habt. Da würde ich mich gern distanzieren. Dann. So, jetzt tatsächlich kommt ein guter Einsatzmoment für einen GUI-Client. Das ist übrigens die neue Tower-Version, die vor 2 Tagen auf den Markt gekommen ist. Nicht, dass ich Angst hätte, dass jetzt was kaputt ging, das ist schon gut, aber alles noch etwas neu. Wir schauen mal, wo wir sind. Also, so. Die Schrift ist hier größer? Nee, hier muss man die Auflösung wieder verkleinern, das wollen wir. Die in der ersten Reihe sind, können das, was ich sage, bestätigen, die anderen glauben einfach. Hier ist der New Commit on Branch Feature B, das sieht man auch im Schriftbild ungefähr, dass das hinkommt. Ne? Dann haben wir hier unser Feature B-File committed. Und wenn wir jetzt in die Working Copy gehen, dann sehen wir hier Feature B-File. Das ist tatsächlich also auch hier. Und der Punkt ist, schauen wir uns doch mal die History des anderen Branches, wir hören uns hier nur einen anderen an, und dann sieht man, Cleanup Pages war hier der letzte Commit, den haben wir vorhin gemacht. Das heißt, dieser andere Commit ist in diesem Kontext nicht vorhanden.
Hier geht es darum zu demonstrieren, dass die Kontexte getrennt sind. Wenn wir jetzt den Branch wechseln und Master uns mal anschauen, dann sehen wir hier in der Working Copy, ja, auch da ist das File nicht da. Sprich, sowohl die History als auch tatsächlich die Working Copy Files, die echten Files, sind getrennt voneinander. Was wir daraus lernen ist, wenn ich im anderen Branch Schmu mache, dann geht hier nichts kaputt. Das ist das Gute zu wissen. Und das sollte man im Kopf behalten. Wenn ich jetzt fertig mit meiner Feature-Entwicklung bin, dann muss ich oder möchte ich integrieren. Sprich, ich möchte, dass die großartige Arbeit, die ich auf Feature B gemacht habe, in, da wird gegrinst, warum? In den Master Branch integrieren. Und das ist ein Merge. Geht auch anders, aber meistens nimmt man den Merge. Zwei Schritte. Zuerst auf den Branch, der die Integration empfangen soll quasi. Und dann Git, Merge und das, was ich integrieren möchte. Und das war's schon. Damit habe ich diese Änderung überführt. Und wir sehen jetzt, wenn wir hier nochmal auf die History gehen, zack, da ist er. Das heißt, die Integration hat geklappt. Und auch in der Working Copy haben wir hier unser Feature-B-File. Jetzt haben wir ihn. Was ich jetzt mit dem Branch mache, bleibt jedem selber überlassen. Man kann den löschen oder weiterverwenden. So, 19 Uhr. Was zeige ich noch? Den Stash zeige ich noch, das geht schnell. So, was machen wir? Wir sind gerade heftig am Arbeiten. Der Fall ist oftmals der, ich arbeite gerade an was und muss den Kontext wechseln. Zum Beispiel kommt ein Bug-Report ein. Was mache ich jetzt? Hier sind halbgare Änderungen. Committen, das wäre dann die zweite Versionskontrollgrundregel. Halbfertiges wird nicht committed. Committed wird nur gutes, getestetes, fertiges. Was könnte ich noch machen? Ausdrucken und nebendran legen, ist auch mühsam fürs Rücküberführen. Ich könnte das ganze Projektfolder kopieren und ablegen und nachher wieder überspeichern. Aber das macht auch keinen Spaß. Von daher gibt es ein sehr schönes Tool bei Git und das ist der Stash. Es gibt auch ein Produkt von Atlassian, das so heißt, aber das ist nicht mein Bier, sondern das ist K15T. Git Stash macht folgendes. Git Stash ist ein Clipboard of Cokes, kann man sagen. Der nimmt mir alle lokalen Änderungen und speichert sie auf diesem Clipboard mit dem Ergebnis, mit Status. Ich habe jetzt wieder eine leere, eine saubere Working Copy, kann mich meinem Bugfixing widmen, kann den Kontext wechseln und völlig befreit arbeiten. Bin ich nachher fertig mit dem Bug oder komme wieder zurück, dann möchte ich natürlich da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe. Und dann ist Zeit für Git Stash. Hop. Hop. Wendet die Änderungen gleich wieder an, das heißt, ich habe die gleich wieder, ich kann wieder da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe und lösche auch dieses Clipboard. Das heißt, ich kann auch mehrere von diesen Clipboards aufeinander machen. Das ist unabhängig von dem Branch, unabhängig von dem Kontext. Ich kann die in Reihenfolge oder querbeet wiederherstellen, gar nicht wiederherstellen, wie ich will. Ein Clipboard für Code, sehr flexibel. Wenn jetzt was meint, jetzt das Stash. Ja. Dann macht man Änderung, committet die und macht dann wieder Pop, merkst du, ist da dann frei oder was passiert dann? Er versucht sie wieder herzustellen. Wenn du tatsächlich unwahrscheinlich was gemacht hättest, was einen Konflikt erzeugen sollte, dann sagt er dir Bescheid. Dann kann es sein, dass du einen Konflikt bekommst. Aber selten. Gerne nachher noch mehr. Ich könnte ja noch Stunden sprechen. Tage. Aber jetzt übergebe ich gerne an den Sven. Und freue mich nachher tatsächlich auf interessante Gespräche zum Thema.